Alter, jetzt wird's hier richtig wild. Jetzt wird's hier richtig wild. Mit super dünnen Schnüren auf die super wilden Fische. Und das Erste, was ballert, ist erstmal ein winziger Büffelfisch, Alden. Was da abgeht. Oh mein Gott. Ein winziger kleiner Büffelfisch. Alter, abgefahren, was hier abgeht, ey. Giebel schon wieder. Karausche hatte ich auch schon dran. Was hatte ich noch dran? Einen kleinen Stichling. Und die geilsten Fische ever, Alter. Einen Schlammpeitzker. Du kannst es dir nicht ausdenken. Übelst, übelst. Schlammpeitzker mit 70 Gramm. Schönes Ding. Das Teil als Trophy zu fangen, wäre der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. So ein komischer und seltener Fisch. Richtig wild. Es gibt hier ein paar Stellen, die immer wieder beangelt werden. Und immer wieder. Und ich habe mir gedacht, komm mal, da stellt sich einfach mal ein bisschen woanders hin. Ich bin ja grob in der Area. Grob quasi in dem Bereich, wo der halt immer wieder gefangen wird. Allerdings mal ein paar Meter weiter zurück. Reingeschmissen, den Abend abgewartet und bisher sieht es auch schon ganz gut aus. Ein Fisch, der gerne natürlich auch auf Fischleich funktioniert. Einen Köder, den ich ja eigentlich ungern verwende. So Goldköder, ja, muss ja nicht sein. Ne? Also lieber mit dem Originalstandard. Deswegen bin ich auch, und da können wir auch direkt aufs Set eingehen, ganz leicht hier unterwegs, natürlich mit den Winkelpickern. Dünne Schnur, hier mal wieder das Microbraid, ideal eben für alles, was super klein und dünn und leicht ist. Und dazu drei verschiedene Arten von Haken, drei verschiedene Größen. Hier jetzt in dem Fall den 20er, ich habe allerdings auch noch den 18er und 22er Haken dran. Erstmal zum Testen, überall die Köcherfliegenlarve. Und ja, damit schauen wir erstmal, ob da was geht, wo was geht, vielleicht geht auch gar nichts. Werden wir sehen. Bisher sieht es witzig aus zumindest. Wobei, warte mal, ich werfe mal wieder hier hin. Hier hatte ich gerade zumindest auch schon den ersten Schlammi. Der erste Schlammi im Sack. Hier geht das nächste Ding rein. Wenn hier die ganzen Giebel und Karauschen reinballern, ist das halt zu heftig, ne? Abgefahren und die wollen wir nicht. Deswegen versuche ich jetzt hier nochmal. Kein Clip. Wenn ihr irgendwas mit einem Clip haben wollt, denkt euch ein aus, Alden. Das Gewässer, da kannst du rüberpieseln. Das ist jetzt nicht so ganz riesig groß. Ich habe hier keinen Clip. Ich werfe einfach so ein bisschen aus, wo ich denke, alles klar, da will ich hin und gut ist. Wenn ich gleich irgendwo eine Stelle finde, wo die kontinuierlich sind, und das war zum Beispiel, wie gesagt, hier war vorhin der erste, dann ziehe ich halt, werfe ich da hin, ziehe die Köder dann nochmal so ein bisschen in die Richtung und gut ist. Frequenz wild. Kann man nicht anders sagen. Also die hier unten, die müssen wir weglassen. Da stand ich gerade noch so ein bisschen zum Rumtesten. Aber ab hier jetzt quasi 6 Minuten. Rabam, 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 rabam. Im Minutentakt mehrfach wird hier reingeballert. Das ist natürlich alles nichts, was man normalerweise an der Achtuba angeln will. Position an der Achtuba. Da oben am kleinen Tümpel. Quasi hier am Magen. Und wir folgen dem Magen, werden schön durchverdaut, Alden, und folgen dann Stück für Stück den Darm und sind jetzt hier noch nicht so am Enddarm. Nee, wir sind so mittendrin, wo die kleinen Kackfische rumschwimmen. Hier so in diesem Bereich probieren wir es. Es gibt hier so eine Stelle ein bisschen weiter unten, da steht man auch gerne, wenn man hier einfach so rüber rennt. Eigentlich klassische Stelle, da ist auch so ein Holz irgendwo im Wasser. Da stand ich vor Monaten auch schon mal. Und ja, diesen Spot gibt es eigentlich immer mal wieder. Aber ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass man immer wieder an den gleichen Stellen steht. Wenn ich doch die Trophy fangen will, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen die Stellen ändern. Sonst bringt es das ja irgendwie nicht. Ne? Immer wieder das Gleiche machen, kann ja nicht. Kann ja nicht zum Erfolg führen, sonst hätte ich ja den Erfolg schon gehabt. Maybe.
Deswegen öfters mal was anders machen. Ausprobiert. Alter, schon wieder ein Büffelfisch. Ich werd weich, Alter. Winzige Büffelfische hier. Alter Falter, ey. Die erinnern mich immer viel hier, wie ist der Lümmel von bei den Simpsons, der Uta. Ja, ach mich nicht, ich bin voll mit Jockey. So. Abgefahren, Alter. Uta Büffelfisch in klein, ey. Ah, mega. Ja, also, das ist wie gesagt Zielfisch. Ich hoffe, hier geht noch ein bisschen was. Ich bin auch gerne, also ich finde auch super hier die südlicher neunstachliger Stichling, Alden. Der südliche neunstachelige Stichling wäre natürlich auch ein Traum. Also das Ding nochmal in richtig fett, mega gut. Schlammpeitzger sowieso. Alles andere brauche ich hier nicht zwingend. Ja, also das ist alles halt, ne. Also nicht auf diesem kleinen Set. Das ist halt, ne, das braucht man nicht. Hier haben wir den 18er Haken drauf. Hier, war das gerade auf dem 18er Haken der Büffel? Das muss ich gleich mal im Blick behalten. Vielleicht ist da einfach der Haken zu groß, dass ich damit tatsächlich dann doch die anderen Brocken, die anderen Fische dann eher dran habe. Da geht er schon wieder rein. Gucken wir mal, was da jetzt reingeht. Also dran ist. Ist dran. Sieht klein aus auf dem 18er Haken. Und da ist er. Der nächste kleine, glitschige, schlammige. Was hatten wir letztens noch gesagt? Außer Cantina-Band. Wie von Star Trek, Alter. Alter, die Dinger, ne? Abgefahren. Abgefahren, ey. Richtig wild. Also das Ding muss man irgendwann mal als Trophy haben. Das sind einfach die wildesten Fische. Oh, oh, oh. Guck mal hier. Der nächste, 44 Gramm. Warte mal, jetzt müssen wir mal eben gucken. Also hier scheint es auf jeden Fall gerade besser zu sein, als hier hinten an dem Holz und so Sachen. Also hier war jetzt gerade 18er Haken. Und hier 22er Haken. Schon mal gut. Also alle ganz zart, ganz wenig am Zuppeln, das ist schon mal gut. Ich habe keine Futtermische drin, ich habe gar nichts drin. Wie gesagt, man könnte natürlich mit, ist das Laich, mit Fischlaich oder Rogen, wie heißt denn das hier? Naturköder, heißt das nicht einfach Fischeier? Fischlaich, ah, genau, der Laich. Ich habe nur noch 8 Stück. Ich habe nur noch 8 Stück. Ich habe ja ein paar Sachen alles, paar Sachen verschenkt und so Sachen. Die ganzen Goldköder nutze ich ja normalerweise nicht. Auch hier die ganzen Muscheln und so und was nicht alles. Und guck mal hier, Krabbenfleisch. Ich habe so, Alter, raus damit, Alter. Raus damit, solange ich das nicht nutze. Wenn ich es dann irgendwann nutze, kann ich es mir dann auch zusammenfarmen. Alter, 125 Gramm. 125 Gramm Schlammpeitzger, Alter. Richtig wild. Der schmierige Alden. Krass. Mehr davon. Wildes Ding. Zack und raus damit. Alter, warte mal ab. Ich muss gleich mal gucken, wie die rekordmäßig sind. Das ist keiner. Karausche Alden. Krass. Der Schlammpeitzke, Alter. Wie ist denn der Rekorde? Gehen wir mal hier, genau, 8 Tuber. Oder gehen wir mal in die wöchentlichen. Gucken wir mal eben nach. Schlammpeitzke, Alden. Wo ist er? Der Schlammi, ey. Krass, krass, krass. Da ist er. Also in Richtung. Und guck mal, alles der gleiche Köder. Da haben wir ja durchaus realistische Chancen. Gestern und heute wurden die gefangen. 196. Ich hoffe nicht, dass 200 erst die Trophy ist. Ich hoffe nicht. Hoffen wir mal so auf 150 oder sowas. Kann ich ja gleich nochmal einblenden. Absolute. Gehen wir mal in die Absoluten. Das ist ja ein krass. Also der Fisch ist einfach wild. Der Fisch ist einfach zu wild.
So, warte mal, wo war Schleier? Hier. Okay, das ist wirklich wild. 255 Gramm, 256 Gramm. Uff. Aber auch alles auf Grund, ne? Nix hier mit Pose oder so Sachen. Schön auf Grund. Schmeckt. Schmeckt, das machen wir noch gerne. Zack. Und raus damit. Ja, so muss das... Hoppala, viel zu weit. Viel zu weit. Viel zu weit. Wir machen das so schön mittig hier. Mitten in die Soße rein. Da ist noch keiner. Schön mittig rein. Und dann hoffen wir, dass da was reingeht. Ich warte jetzt einfach. Ich werde die ganze Nacht einfach schön durchangeln. Bin gespannt, ob da was geht. Vielleicht ballert ja ein richtig geiler Brocken rein. Wäre natürlich mega. Wenn nicht, dann halt nicht. Also ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Stress. Das sind halt so Fische nice to have. Immer mal wieder ein bisschen probieren. Und hoffen, dass da was reingeht. Warum auch nicht, ne? Ist halt ein geiler Brocken. Das klingt mir schon wieder übelst nach Giebel, ey. Die sind da zuletzt gar nicht so reingegangen. Die sind... Genau, die sind einfach... Die haben einfach gebissen und haben gezogen. Winziger Stichling. Hier ist doch jetzt bestimmt ein Giebel dran. Warte mal ab, ey. Naja, ja. Ja, die, das ist das. Die zuppeln da halt ewig dran rum. Karausche möglicherweise auch. Genau. Die wollen wir natürlich nicht haben. Eigentlich könnte man dieses Gezuppel sofort unterbinden. Hingehen. Ah, ist sogar schon dran. Hingehen, wegziehen, weil wir wollen ihn nicht. Und die Rotaugen wollen wir natürlich auch nicht. Wenn man schon merkt, dass am Zuppeln der falsche Fisch dran ist, könnte man es direkt unterbrechen. Geil wäre wirklich, wenn man so Steine aufheben könnte, ne? Zack, grab, Stein, reinschmeißen, plunsch, Fisch ist weg. Ruhe. Ah. Ja, also, ich werde jetzt hier ein bisschen weiter angeln. Wie gesagt, ich zeige nochmal kurz die anderen Stellen. Eine ganz klassische Stelle ist hier drüben. Das heißt also, wenn man hier durch das kleine Wäldchen da geht, direkt hier an diesem Baum, ne? Einmal hier an diesem dicken, fetten Stamm oder eben hier an dem Stamm. In dem Bereich werde ich wahrscheinlich auch nochmal testen. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Oder einfach hier so zwischendrin. Immer mal wieder so ein paar Meter weiterlaufen, testen, probieren. Immer probieren, testen, rumspielen. Kann ja irgendwann nur reinrasseln, das Ding. Guck mal, hier ist was dran, ne? Ja. Ei, ei, ei. Ja, 250 Gramm. Hm. Ist nicht wirklich viel. Also klar, für den Fisch verdammt viel, aber auch für das Setup, da merkt man natürlich dann nicht wirklich viel von. Deswegen auch zwischendurch immer mal wieder reingucken. Wenn der Biss kommt, dann wackelt ja hier der Text. Immer ein guter Anhaltspunkt, gerade bei so ganz kleinen Fischen, wenn man hier super zart unterwegs ist und man Angst hat, dass man einen Fisch verpasst, dann auf sowas immer achten. So, jetzt zuppelt es hier nochmal in der Mitte. Wir haben aber auch schon 4 Uhr. Ich glaube, es wird langsam wieder hell. Ja. Langsam ist da hinten schon wieder der Sonnenaufgang. Ja, die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Ich habe hier nochmal ein bisschen rumprobiert, aber es ist nicht mehr wirklich viel reingegangen. Heißt also tatsächlich, in der nächsten Nacht geht es dann ein paar Meter weiter. Hier haben wir wieder die Giebel und die Karauschen ohne Ende. Also, Ausbeute. Ja, es ist ein bisschen was reingegangen. Ich glaube, die nächste Nacht gehe ich jetzt einfach mal so rund 10 Meter weiter. Hier die Stelle sieht ja auch ganz geil aus mit dem Ast und dem Schilf. Und dann geht es halt weiter und so weiter. Einfach mal bis da vorne hin zu dem altbekannten Spot. Und da ziehen wir dann irgendwann die Trophy raus. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Das übliche YouTube-Gedöns und so. Hilft wahnsinnig. Dankeschön dafür und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.